Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute habe ich ein sehr cooles Video, denn auch heute ist mein Geburtstag. Yay! Ein Jahr älter, ich werde heute 19. Aber ich wollte auch heute an meinem Geburtstag euch ein Video geben, schenken. Und ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Video, denn das ist somit wahrscheinlich der größte im Test Clothing Haul, den ich wahrscheinlich je gemacht habe. Ich glaube, YouTuber sagen das immer am Anfang, aber dann ist es am Ende doch nicht so viel, wenn sie es schneiden. Wir werden sehen. Wenn er lang ist, dann I'm really sorry. Wenn er kurz ist, dann I'm really sorry. Leute, was mich noch viel, viel mehr freut, ist, dass dieses Video in Kollaboration mit Boohoo ist. Ihr kennt meine Hauls, ihr wisst, ich shoppe sehr oft bei Boohoo und deswegen macht es mich umso glücklicher, dass so eine Firma mit mir arbeiten möchte. Das Video ist gesponsert von Boohoo, aber das große Aber. Ich habe klipp und klar gesagt, ich sage meine ehrliche Meinung, denn ich sage immer meine ehrliche Meinung und wer damit nicht zurechtkommt, dann there's the door, you can leave. Aber sie meinten, nein, das ist das, was dich so besonders macht, das ist das, was dich so authentisch macht und sie wollen meine ehrliche Meinung, ihr wollt meine ehrliche Meinung, so let's do it. Aber Leute, wisst ihr, was mich noch viel, viel mehr freut? Wisst ihr das? Ich konnte einen so kranken Rabatt für euch klar machen. Normalerweise gab es auf diesen Haul und das Ganze nur 10% Rabatt für euch mit dem Code, den ich euch gebe. Da ich aber heute Geburtstag habe und sowieso sehr birthday crazy bin und ich liebe Geschenke und ich liebe Sachen zu bekommen und so, oh, es macht mich so glücklich und dankbar. Leute, bekommt ihr 20% auf euren Einkauf mit meinem Code, der hier steht. Ich hoffe, es freut euch. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Video genauso wie ich. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich werde wieder alle Teile anprobieren, meine ehrliche Meinung dazu sagen, etc. Manche Sachen muss ich stylen, weil ich da ein paar Items nicht habe. Aber ja, let's do it. Übrigens ist dieser ganze Haul mehr oder weniger sehr neutral gehalten, nicht zu viele crazy Farben. Wohl eine Sache, die ist sehr crazy, aber dazu komme ich gleich. Die Sachen sind auch so ein bisschen Winter, obwohl nicht Winter, eher Autumn appropriate. Dieses Wetter, was wir jetzt im Moment haben, wir haben jetzt gerade 25 Grad draußen und 23 Grad mit Sonne im September. Es ist mega. Mir macht die Sonne auch so glücklich. Jetzt mal wirklich Daumen nach oben, wenn euch die Sonne glücklich macht. Hi Leute, ich schneide gerade dieses Video und mir ist aufgefallen, dass ich etwas sehr, sehr Wichtiges vergessen habe. Und zwar hat Boohoo im Moment eine Kampagne, die heißt Hashtag Do Your Thing. Und die wollen praktisch uns encouragen, dass wir einfach unser Ding durchziehen. Egal, ob es mit Mode zu tun hat, mit Schminke zu tun hat oder Lifestyle. Es ist komplett egal. Wir sollen unser Ding durchziehen. Wir sollen uns von keinem runtermachen lassen, denn wir können entscheiden, was wir machen und was wir nicht machen. Denn es ist unser Leben und unsere Entscheidung. Ich habe hier mir ein besonderes Teil ausgesucht. Das kommt am Ende von diesem Video. Es ist orange. Und mir ist es komplett egal, ob das jemandem nicht gefällt oder ob es jemandem gefällt. Denn im Endeffekt, ich bin die Person, die dieses Teil tragen muss. Mir muss es gefallen. Und wie ihr wisst, bin ich auf meinem Kanal sehr ehrlich. Und ich mache immer das, was ich für richtig halte. Diese Message möchte ich heute an euch auch bringen. Macht, was ihr wollt. Tragt, was ihr wollt. Denn es ist euer Ding. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Sorry, ich war einfach viel zu excited, nervös. Enjoy the rest of the video. Deswegen habe ich alles von den Farben her sehr neutral gehalten. Also das heißt sehr viele natürliche Töne. Grün, beige, braun, so Sachen halt. Obwohl, grün habe ich hier gar nicht. Lol. Fangen wir an mit dem ersten Teil. Das ist ein Pullikleid. Es ist hier so ein bisschen zugeraffelt. Jedenfalls habe ich das in der Größe 36. Ich finde, was noch so viel geiler ist, ist dieses Verfranzte hier unten. Ich mag das nämlich total, wenn es so ein bisschen destroyed ist. Jetzt wollen wir mal sehen, wie das aussieht, ne? So, Leute, das ist das T-Shirt-Kleid. Ich finde, es hat eine perfekte Länge. Es ist... Wow. Es hat wirklich eine perfekte Länge. Es ist über dem Knie. Es ist bequem, es sieht cute aus. Ich finde, man muss nicht unbedingt sogar ein Gürtel mit anziehen. Und ich habe meine neuen Buffalo-Schuhe dazu angezogen. Ich finde, damit kann man auch durchaus im Herbst rumchillen. Da ich eine Sucht nach T-Shirt-Kleidern oder Pulli-Kleidern habe, habe ich hier das nächste. Und zwar ist das eine Rollkragen-Edition. Ich liebe Rollkragen. Manche mögen es, manche hassen es. Ich liebe es. Die Farbe ist so ein bisschen gräulich. Könnte aber auch so ein
blau sein. So ein ganz, ganz durchgewaschenes Blau. Aber ich glaube, das ist eher grau, oder? Was sagt ihr? Für mich ist... Ja doch, es ist grau. Gut, das habe ich in der Größe S und ist wirklich schon sehr lang. Der Stoff fühlt sich super an. Ja, kann ich mir, wie gesagt, genauso gut wie das andere Kleid vorstellen mit einem Gürtel. Das hier ist das nächste T-Shirt-Kleid. Es ist länger als das andere, aber ich finde, es hat eine schöne Länge. Also ich gehe nochmal ein Stück zurück. Ich finde, es hat eine schöne Länge, ist immer noch über dem Knie. Man kann es durchaus mit einem Gürtel irgendwie so ein bisschen rumzubbeln, dass es ein bisschen kürzer ist. Es ist mega bequem, er kratzt nicht. Und ich finde die Farbe sieht so cute aus. It's another plus. I'm happy, ich finde es so cute. Dann habe ich mir einen Zweiteiler bestellt. Und zwar habe ich eine Hose bestellt, die Louis absolut hasst. Aber ich finde es so fancy. Und zwar ist das so eine Schlaghose. Und ich wollte eine, die so ein bisschen geripptes Material hat. Und das hat diese halt extrem. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass der Booty da amazing drin aussieht. 10 ist 36, also die Hose ist in einer 36. Und die wird mir safe zu lang sein, weil ich bin einfach small as fuck. Obwohl, so small bin ich nicht, aber trotzdem, ich bin die kleinste in meinem Freundeskreis. Die Farbe finde ich mega, mega schön. So ein richtiges Mauve. Und das Oberteil, ich dachte eigentlich, ich hätte das in derselben Farbe geholt. Aber wahrscheinlich war das ausverkauft. Deswegen habe ich mir so ein ähnliches geholt, im selben Stoff, nur halt in so einem Karamellton. Was ich schön finde, dass hier so ein paar Riffels sind. Und das ist auch in der Größe, das ist in der Größe 12, also wahrscheinlich 38. Ich bin gespannt, Leute, ich bin sehr gespannt. Ich kann mir halt vorstellen, dass man das zu Hause gut anziehen kann, wisst ihr? Das ist das Two-Piece. Ich finde, die Hose sitzt perfekt. Also wirklich, die ist so eng hier und der Booty sieht gut aus. Ist ein bisschen durchsichtig hier vorne. Ich habe halt so eine Heckmeck-Unterhose an, das ist halt meine Schuld. Aber wenn man so eine ganz smoothe Unterhose anzieht, dann hat man hier auch nicht so ein... Genau. Das Oberteil finde ich sehr gut, dass ich das in der Größe 38 genommen habe. Es sitzt einfach viel lockerer, es ist angenehmer. Ich mache euch mal ein bisschen runter, damit ihr die Hose auch mal von unten sehen könnt, weil mich nervt es immer, wenn YouTuber das nicht machen. So, ihr seht, die ist mir wirklich viel zu lang. Kommen wir jetzt mal zu dem ersten Outfit, was ich so als Outfit bestellt habe, weil ich mir das so in der Kombination gut vorstellen konnte. Und zwar ist es als allererstes dieses Two-Piece. Hier haben wir einmal das Oberteil. Wie gesagt, ich liebe diese Farbe, dieses braune, karamellfarbene. Ich finde es für den Herbst wirklich so unglaublich schön. Und deswegen hat mich dieses Two-Piece auch so angesprochen. Das ist ein sehr dehnbarer Stoff. Hier habe ich eine Größe S und dazu haben wir auch passend den Rock. Fühlt sich super an, das Material. Hier guckt halt ein Faden raus. Aber das finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Ich finde, bei Boohoo bekommt man immer richtig gute Deals. Deswegen finde ich das nicht so schlimm, dass da mal was raushängt. Wenn es jetzt zum Beispiel bei irgendeinem Two-Piece wäre, wofür ich 80 Euro ausgegeben hätte, dann fände ich das schon echt scheiße. Aber hier finde ich das jetzt nicht so unglaublich schlimm. Größe S, bin gespannt. Passend dazu habe ich mir eine sehr flauschige Jacke geholt. Und zwar auch in so einem braunen Ton, aber nicht in demselben Ton wie das Two-Piece. Weil ich wollte auch so ein bisschen, dass es nicht so komplett einheitlich ist. Aber so sieht es ein bisschen aus, als wäre es, als würde es zusammengehören. You know what I mean. Die habe ich in der Größe 10. Schaut am besten immer bei den Größentabellen nach. Könnt ihr nie was falsch machen. Für den Herbst und auch für den Winter. Die ist jetzt natürlich nicht wasserfest. Aber ich finde, in Deutschland schneit es eh nicht so auf Zaun. Leute, ist das nicht das perfekte Herbst-Go-Out-With-Me-Outfit? Es ist so schön. Das Two-Piece sieht so Bombe aus, wirklich. Das sieht so gut aus. The Booty is looking again really good. Der Coat, der ist so, so weich und angenehm. Und ich finde, die Kombi hätte eigentlich gar nicht besser sein können. Und die Jacke hat sogar Taschen, dass man seine Hände reinmachen kann. Das stört mich immer mega, wenn man es nicht hat. Aber I love it. Und eine Kapuze. Ja, Mann. Jetzt habe ich so ein Outfit in der Kombination so ähnlich, aber anders. Aber ähnlich, aber anders. Und zwar fange ich wieder mit dem Two-Piece an. Hier habe ich dieses Top. Ich liebe ja diese Crop-Tops von Boohoo. Die Farbe ist der Hammer. Ist diesmal aber so ein bisschen bordeauxig. Und der passende Rock dazu. Ich hatte dieses Two-Piece schon mal von Sophie ausgeliehen in Blau. Jetzt habe ich mir das selber geholt, halt in so einem Braunton. Und ich weiß, es sitzt perfekt. Es sitzt einfach perfekt, Leute. Es sitzt wirklich, the booty is looking good. You look snatched. Und passend
mehr oder weniger passend dazu habe ich mir diese Jacke hier rausgesucht. Ich fand, die hat einfach nur Herbst geschrien. So eine schöne Übergangsjacke, hat jetzt nicht den dicksten Stoff, ist halt so ein Jeansstoff. Und ist in so einem Terrakotta. Habe ich in der Größe UK 10. So Leute, das ist das nächste Outfit. Und ich finde die Jeansjacke hier so fancy. Auch wenn man die so drüber legt. It's a look. It's a look. Das Two-Piece ist auch sehr, sehr, sehr schön. Also das kannte ich ja schon, wie gesagt. Der Rock geht unter meine Knie. Aber das mag ich so viel mehr, damit die Figur so ein bisschen smoother aussieht. Jetzt habe ich noch so einen süßen, süßen, süßen Pulli für euch. Und zwar sieht der so aus. Der hat auch so ein leichtes Turtleneck und hat aber breite Arme. Und ich finde, der sieht so cute aus. Wirklich so cute. Die Farbe ist dieses Mal so ein gräulich, aber auch so ein helles Blau. Ich finde es so, so schön. In der Größe SM. Und der Sitz sieht so ein bisschen cropped aus. Obwohl, kann auch sein, dass ich mir das nur vorstelle. Kann ich mir auch sehr gut mit einer Jeans vorstellen. Ich habe jetzt keine Hose an, weil I could not be bothered. Aber der Pulli ist so, so, so schön. Also er geht, er ist nicht ganz cropped, aber er geht nicht über dein Hintern. Er hört über dem Hintern auf. Und das mag ich sehr gerne. Was ich auch sehr gerne mag, ist, dass die Ärmel so lang sind. Ich finde, es sieht viel süßer aus. Die Farbe ist der Hammer. Dann habe ich hier auch noch zwei Mäntel für euch, die ich euch zeigen wollte. Denn ich weiß, wie schwer es ist, schöne Mäntel zu finden, die nicht zu teuer sind. Ne? Sind wir mal ehrlich. Hier habe ich einen, den ich sehr, sehr, sehr schön finde. Der hat hier sogar noch so einen Riemen drum, damit man die Taille zum Beispiel ein bisschen enger schnüren kann. Dann sieht es ein bisschen aus, als hätte man eine Shape. Und den habe ich in der Größe One Size. Ich finde, mit einer schönen Tasche oder so kann das Outfit mega, mega bougie aussehen. Mit so ein paar Stiefeln. Dann habe ich mir, glaube ich, denselben. Oh, ja. Ich habe mir denselben nochmal in so einem hellen Cremeton ausgesucht. Weil ich finde, in dem Herbst oder auch im Winter finde ich die Farbe auch wirklich sehr, sehr schön. Diese Trenchcoat-artigen Jacken sind ein Must. Ein Must-Have. So in Herbst-Winter-Richtung, you know? Der Mantel sieht angezogen auch so schön aus. Ich liebe, wie gesagt, die Farbe, auch von der Länge. Es ist halt ein längerer Mantel. Ich zeige euch gleich die Länge. Aber also so vom Tragegefühl ist die Größe auch perfekt. So ist ungefähr die Länge. Ich bin 1,63 und ja, die Farbe von dem Mantel ist wirklich so krank. Der ist so schön. Der ist halt genauso wie der andere. Sehr bequem, sehr schön. Ja. Ich trage super, super gerne Bodies, die einen V-Ausschnitt haben, weil da kann man schön Push-Up-BH drunter anziehen und die bisschen hoch pushen. Und da habe ich mir jetzt den hier geholt. Den finde ich so, so schön. Dieses gerippte Material kann ich mir, ich hoffe so sehr, dass der gut aussieht, weil dann habe ich endlich mal einen anderen Body, den ich die ganze Zeit anziehen kann, wo man auch einen schönen Ausschnitt hat. Den habe ich in der Größe 36. Leute, ich liebe das Oberteil. Wie schön ist dieser Body? Es sitzt perfekt. Perfekt. Sau angenehm. Sehr schöner, weicher Stoff. Ich hätte es gern bitte in allen Farben. Nice. Machen wir weiter mit einem karamellfarbenen Body. Der ist vom Material nicht gerippt. Der ist sehr leicht. Ja, auch, ich glaube, ein bisschen durchsichtig. Wir werden es sehen. Ich werde sowieso nur nude Unterwäsche drunter anziehen. Den habe ich in einer 38. Der Body passt wirklich auch so gut. Ich glaube, 38 war eine gute Wahl. Passt sehr gut, ist nicht zu eng und man kann da auch noch einen anderen BH locker drunter anziehen. Ich würde halt beim Nude-Ton, Braunton bleiben, weil ich glaube, schwarz und weiß sieht man definitiv durch. Yes, I love it. Really good. Kommen wir zu Schuhen. Die Schuhe finde ich so, so, so geil. Ich hatte da meinen Fuß schon drinne und ich habe irgendwie gemerkt, dass die mir leider einen Ticken zu groß sind. Finde ich sehr, sehr schade. Aber ich hatte beide noch nicht komplett an. Ihr seht, es ist noch zu. Werde ich euch gleich zeigen, wie ich die finde. Ich habe eigentlich alle Schuhe in der Größe 38 bestellt. Ich glaube, man kann so gut mit denen feiern gehen, weil die hier ein Plateau haben und somit der Absatz kürzer ist. So Leute, wie ihr sehen könnt, sind die mir halt viel zu groß. Obwohl mein einer Fuß, der hier sogar größer ist als der andere, ist der mir trotzdem zu groß. Also irgendwas stimmt da mit den Größen nicht. Finde ich ein bisschen schade, weil ich hätte die voll gern gehabt oder behalten oder so. Aber in denen kann ich halt nicht laufen, in denen fällt man halt raus. Also wenn du Schuhgröße 39 hast, passen die wahrscheinlich perfekt. Dann habe ich nämlich letztens mein nudes Paar Schuhe, was ich eigentlich immer zum Feiern anziehe, weg
geworfen, weil die kaputt waren. Die konnte man leider nicht mehr verwenden. Hinten war der Absatz komplett, die waren ciao. Die waren wirklich ciao. Deswegen brauchte ich einen Stock-up und deswegen habe ich hier diese. Und was ich auch wieder so gut an denen finde, die haben wieder auch so ein Plateau. Es macht es halt um einiges einfacher für deine Füße und schmerzfreier. So, das sind jetzt die New Heels. Und ich muss ehrlich sein, die sind ein bisschen unbequem. Also ich weiß nicht, ob ich die 2-3 Stunden im Club anziehen kann. Also vorne sind die so ein bisschen so, aber vielleicht bin ich auch einfach nur, vielleicht müssen die eingelaufen werden, ich weiß es nicht. Und ich habe halt einen richtig unerotischen Fuß, ich habe jetzt so einen Hallux. Kommen wir mal zu etwas Crazigen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mir dabei gedacht hat. Ich glaube, ich habe mir einfach gar nichts dabei gedacht. Aber ich feiere die. Ich hatte die gestern mit Schein an. Also ich hatte einen Schuh an und sie hatte einen Schuh an und die waren so bequem erstens. Die fühlen sich von der Qualität auch gut an. Es fühlt sich nicht billig an. Der sockt so richtig deine Wade ein, aber nicht so, dass deine Wade das Fett oben rausguckt, weil das hatte ich leider auch schon sehr oft, sondern das schmiegt sich so an und das finde ich sehr, sehr schön. Natürlich kann man die Schuhe nicht immer anziehen. Ich glaube, ich habe gar keinen richtigen Anlass, um die anzuziehen. Vielleicht Halloween? Oh mein Gott, Halloween ist einfach bald. Oh mein Gott. Aber ich finde, das ist so ein Staple. Man findet irgendwann mal eine Möglichkeit, dass man die anzieht. Ja, ich finde die Spitze auch sehr schön. Das sind jetzt die Schuhe. Natürlich muss man eine andere Hose anziehen. Aber ich finde die wirklich sehr fancy. Und vor allem, dass die vorne so spitz sind. Ja, ist jetzt natürlich kein Everyday Wear. Aber ich glaube, das wisst ihr auch alle. Jetzt kommen wir zu wirklich absoluten Hits. Die finde ich so, so, so schön. Ich stehe total auf dieses Animal Print im Moment. Und vor allem mag ich auch diese Art von Schuh, denn es ist hinten offen und vorne offen. Ich hatte den schon an, weil ich konnte nicht resisten. Ich musste den unbedingt anziehen und er passt perfekt. Den weiß ich nicht, irgendwie stimmt was mit den Schuhgrößen nicht ganz. Dann müsst ihr halt ehrlich bei der Größentabelle nachmessen, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Oder falls euer Produkt nicht passt, könnt ihr die kostenlos zurückschicken. Gar kein Problem, habe ich auch schon gemacht. Ich habe zum Beispiel mal meine Bikinis zurückgeschickt. Dann hast du so eine Gutschrift bekommen und hast das Geld wieder überwiesen bekommen. Ihr wisst, was ich meine. Also mit Boohoo, Versand zurück, gar kein Problem. Und du musst halt auch nichts bezahlen, was halt auch super ist. Wir wollen ja alle Coins sparen. So, das sind die Schuhe. Die passen halt sehr gut, die sehen gut aus. Du kannst gut in den laufen. I like it. I like it like that. Jetzt kommen wir zu zwei Sachen, die mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht haben. Und zwar sind es die Gürtel. Die sind mir halt wirklich viel zu groß. Dafür kann Boohoo halt nichts. Aber da gab es halt nur eine Größe. Und ich dachte, irgendwie kann ich es machen. Aber wenn ich den mir um die Hüfte mache, dann müsste ich halt nochmal zum Schneider. Denn hier ist einfach kein Loch mehr. Ja. Ich trage aber immer... Ich trage auch immer die kleinste Größe bei Gürteln, also immer wenn es bei ASOS oder so XS gibt, nehme ich immer XS. Ich werde diesen Gürtel auch ganz, ganz sicher zum Schneider oder so bringen, damit er da ein Loch reinmacht, weil ich finde, der sieht so hochwertig aus, so bougie, also so fühlt er sich halt auch an. Der fühlt sich halt, der ist halt endlang, ne? Aber was ich halt auch so schön finde, ist diese goldene Schnalle. Kann ich mir auch sehr gut mit so einem Sweater-Kleid vorstellen. Der sah auch so fancy aus, Leute. Das ist einfach ein Löwe, oder? Nee, das ist eine Katze. Das ist ein Tiger. I don't know. Und der sieht auch so schön aus. Und der fühlt sich auch gut an. Also von der Qualität. Nur der ist ihm halt wirklich viel zu lang. Also man muss mal mindestens hier dieses Stück abschneiden. Ja. Ist ein bisschen schade. Irgendwie werde ich es schon geregelt bekommen, Leute. I'm going to make it work. Aber ich wollte es euch halt wissen lassen. Das ist halt auch die Größe. One size. So Leute, das war's mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich finde es persönlich eine richtig coole Marke. Ich finde da immer so schnell Sachen und ich finde, der Versand ist easy, Rücksendung ist easy. Ich shoppe schon ewig bei Boohoo. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Vergnügen mit meinem Code, dass ihr mal so richtig Coins sparen könnt, denn von dem 21., der heute ist, bis zum 30.09. bekommt ihr 20% auf eure Bestellung auf alles. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Danke für euren Support. Danke an Boohoo für die Zusammenarbeit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye. Bye. See ya.